Hallo, ich bin's, der Sebastian, und ich stelle euch heute Speed Cups von Amigo vor und von dem Autor Haim Schafir, vom Erfinder von Halligalli, steht auf der Schachtel drauf. Und deswegen finden wir auch, kein Wunder, in der Schachtel eine Glocke. Worum geht's in dem Spiel? Jeder bekommt einen Stapel von 5 verschiedenfarbigen Bechern und es wird eine Karte aufgedeckt, auf der sind 5 verschiedene Farben, entweder nebeneinander oder übereinander. Und dann muss man möglichst schnell seine Becher in der entsprechenden Reihenfolge aufeinander stapeln oder nebeneinander aufstellen. Ja, wer das am schnellsten schafft, haut auf die Glocke und bekommt die Karte. Neue Karte wird aufgedeckt, es geht von vorne los. Und wer am Ende die meisten Karten hat, wenn der Stapel einmal durchgespielt wurde, hat das Spiel gewonnen. Ja, was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Es ist, wie ihr gerade gemerkt habt, super schnell erklärt. Eignet sich deshalb wunderbar als Aufwärmer oder als Absacker in der Spielerunde. Dauert auch nicht lang, irgendwie 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Nachteil ist, wenn man mit Kindern spielt, ist es schon so, dass die in der Regel deutlich langsamer sind beim Stapeln. Also wenn Kinder spielen, dann sollte man entweder Kinder gleichen Alters miteinander spielen lassen oder man muss als Erwachsener einen Gang zurückschalten. Das Material ist in Ordnung, ist stabil. Die Karten sind meines Erachtens ein bisschen wenig, sind leider nur 24 von diesen Karten in der Schachtel. Hätten ruhig doppelt so viele sein können. Die Glocke ist stabil, die Becher lassen sich auch gut stapeln, die sind auch super. Ja, was gibt es noch zu sagen? Was ein bisschen schade ist, Personen, die Probleme haben, Farben zu erkennen, also zum Beispiel Rot und Grün auseinanderzuhalten, die sind bei diesem Spiel ein bisschen, nicht ein bisschen, die sind außen vor. Das ist quasi Grundvoraussetzung, dass man diese Farben erkennen kann. Und was auch ein bisschen problematisch ist, ist, wenn man so eine Karte aufdeckt, mit mehreren spielt, das Spiel ist für 2 bis 4 Personen, dann kann es sein, dass ein Spieler die Karte auf dem Kopf sieht und erstmal umdenken muss, wie die Reihenfolge denn jetzt erwünscht ist, während die anderen schon eifrig stapeln und schieben. Fazit: Speed Cups, ein flotter Absacker oder Aufwärmer für eine Spielerunde. Es ist kein Spiel mit einem lang anhaltenden Spielreiz, sondern man spielt das mal schnell so weg und dann ist auch wieder gut und dann kommen zumindest bei uns in der Runde auch ein bisschen schwerere Spieler auf den Tisch. Ja, noch eine Anmerkung, wenn ihr mal irgendwie eine Spieleveranstaltung organisiert. Aus dem Spiel kann man wunderbar einfach ein Großspiel basteln. Man muss sich einfach 5 verschiedenfarbige Mülleimer bestellen. So macht das Amigo auch. Und kann die dann quasi auf eine Bank stellen oder auf den Tisch. Und da können dann die Besucher die aufeinander stapeln. Das war's von mir. Nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch. Und ich sage tschüss, wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Jahr. Bis dahin, macht's gut. Also kommen wir zum endgültigen Fazit. Für wen lohnt sich Risiko StarCraft? Naja, für alle StarCraft-Fans, die gerne auch mal Brettspiele spielen und dabei gerne auf bekannte Spielmechanismen zurückgreifen, wie zum Beispiel Risiko. Sich daran nicht stören, dass Spieler rausfliegen können, dass man einen relativ hohen Glücksanteil hat. Und einfach gerne ihren Freunden auch mal nicht nur vom Bildschirm an die Gurgel gehen wollen, zeigen wollen, wer hier der Herr im Haus ist, sondern eben auch beim klassischen Brettspiel.